Ein bisschen Sand. Ja, geil, fast runtergefallen. Super, die Fahrräder. Muss kurz zurück, weil ich bin voll. Wie sieht's bei dir aus? Bin halb voll. Dann da hat's Loot auf der Straße. Nimm den mal mit. Jetzt so Kleinkram looten geschwind. Hier hat's so Hirsche und sowas. Dann müssen wir. Ah, da gibt's auch Tierfett davon. Gibt's hier irgendwas? Blumen. Holz. Mal die Knarre wieder rausmachen. Da drüben hat es noch Kartons. Also, ich renne geschwind hin. So viel müsst ihr euch noch laden können. Dings. Wie sieht's aus? Du kannst nicht so viel Stroh, hä? Hast du den Karton hier auf der Straße? Den habe ich schon. Da ist ein Karton. Ja, zu so Kleinkram looten. Alles, was man auf dem Weg findet, einfach weg, 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 weg. Hier sind auch zwei Kartons. Alles klar, Bro? Ja. Es ist so schweigend da drüben. Baust du schön am Haus rum, oder wie? Ja, ich hoffe, die Deko gefällt euch. Oh Gott. Bin mal gespannt. Boah. Wir mal nachgucken gehen, Jazz. Ja, klar. Ob der Onkel Laris das auch schön gemacht Ja, hat. ich denke mal schon. Das ist Ich unser glaube nicht. Baumeister. Umgefahren. Also dein Aim ist echt schlecht, Jess. Ach ja, und? Aber immerhin, Nahkampf und baller ich dir die Tussen weg oder die Typen. Da, 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 da. Komm, töte ihn mal. Genau. Voll ins Knie geschossen. Also, Jesse hat schon so einen gewissen. Wie soll man das nennen? Ich mache halt nicht viele Kopfschüsse auf die. Ich bin halt Nahkampf. Dann mache ich die Kopfschüsse, ja. Vielleicht auch nicht manchmal. Glückstreffer sind es meistens. Oh, hast du Metall gemacht? Aber das wollte man doch kaputt machen, damit sie durchs Haus gehen. Die Treppe. Wir machen da überall Stacheln hin. Stehen dann da oben und ballern sie einfach nieder. Und die versuchen dann hier so. Sie sind mit Metall angestrichen, das ist nicht Real Metall, ne? Als Waffenteile hier drüben drin. Ah ja. Sollten wir die Fahrräder nicht woanders hinpacken? Also mitnehmen und sowas? Naja, Wie denn, Jess? die liegen unten. Ja, eure beiden liegen da unten. Ja, und? Okay, wenn ihr meint.
Das legale und alle Räder. Nein, meins habe ich jetzt mitgenommen, weil ich nicht will, dass es kaputt gemacht wird. Ich spring runter. Ach, du bist unten? Ja, doch, du stehst oben. Ich war gerade eben oben. Tu da jetzt mein Fahrrad rein in die Kiste, die hier neben der Treppe oben ist. Weil ich nämlich keine Lust habe, dass das kaputt gemacht wird. Das hat Laris so schön gemacht. Da hat jemand das falsche Fahrrad benutzt. Nö, nö. Nein, es hat nicht ange... Also, ich habe auf meins geguckt, aber es hat nicht irgendwie nicht reagiert. Dann habe ich gedacht, ich nehme halt mal das andere. Wo ist die Kiste? Neben der Treppe. Da oben. Guck hoch. Da, da, da. Ja, genau da. Da ist die Treppe. Die Kiste. Hä? Wieso? Ich bin links unten, gell? Nicht wundern. Aber es ist ja dann egal, welches Fahrrad du nimmst. Theoretisch. In der Praxis auch. So. Habe ich nochmal Kisten gemacht. Hast du irgendwo eine Kiste mit Klamotten jetzt? Ich mach gleich. Ich bin gerade am Machen. Stell ich meine eigene Sache her. Nein, ich mache jetzt gerade solche Kisten. Ich warte nur, bis die fertig geladen sind. Also fertig gemacht. Es dauert nur 7 Sekunden. Hol Bier hier. Hol Bier. Was bist du müde? Hallo. Stillschweigend alle hier. Ja, klar. Wohl konzentriert, ne? Mhm. Oh, volle Kanne. Ja, manchmal muss man so sein. Oh ja, ich hab Helme, geil. Nicht mal ein Hemd brauche ich nämlich. Vielleicht mal einen Helm. Naja, immerhin habe ich jetzt was Längeres mal an. Es gibt immer noch keine Jacke. Ist ja egal.
Naja, ich will ja nichts sagen. Du siehst halt aus wie so ein Footballer. Ach nee, Baseballspieler, die wo hinter dran sitzen. Ah, Tatsache. Könnte so halbe Ausrüstung sein. Aber wie sehe ich denn aus? Schrecklich, schrecklich. Ich hätte dafür ein Poncho. Muss doch selber mal nähen. Mal gucken, was machen wir da können. Ich sag mal. Jacke. Okay, man kann eine Zigarette herstellen. Okay, nee. Ja, voll am Sortieren hier jetzt. Kann da rein, das kann eigentlich auch da drin bleiben. Alles klar, Bro? Ah, du bist irgendwo da drüben. Ich dachte gerade so, hä, Moment. Schön. Oh, Jumper. Kriegst du es hin? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Doch hier.
Hast du mir irgendwo Stofffetzen? Warte. Das sind doch 18 Stück. Oh, danke. Habe ich gar nicht gesehen. Deswegen ist so gut. Hab ich hier. Warte mal, Medi. Ich hab grad Medizin. 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 Irgendwie ganz komisch geschrieben. Jetzt brauche ich nur noch Baumwolle. Musst du pflücken gehen. So, ich hatte mir keine. Wir wollen einen Puffermantel machen. Ich habe keine Jacke, nirgends. Da hat's Baumwollsamen nur. Du musst draußen Baumwolle sammeln dafür. Er ist ja direkt vor der Tür. Was? Baumwolle. Mhm. Brauch doch. Bitte? Primär gerade die Langmunition. 7, 6, 2, ja. Mann, ist jetzt gerade dunkel. Ich glaube, ich habe einen Zombie gehört. Aufs Maul, Junge. Ist okay? Wow. Armer. Also ich versuch's ein bisschen mal, damit es wirklich mal ein bisschen Ordnung drin ist. Ja, sieht geil aus. Weil es. Wenn du irgendwas findest, mal, was da nicht hingehört, wo es drin ist, dann. Ist egal. Wieder umändern gleich, bitte. Okay. Stofffetzen, wo kriegen hier Stofffetzen noch her? Ja. Die Truhe mir gegenüber, die untere. Ah! Ah, danke schön. Nein. Taschenlampe ausmachen. Endlich einen Mantel machen. Wo ist mein Puffmantel? Ah, sehr gut, da mache ich Farbe jetzt rein. Wollte ich nämlich schon fragen. Läuft hier irgendwas rum oder so? Nö, ich habe gerade geknackt. Nein. Nee, aber das hat sich ja auch. Ich war ja vorher unten, es hat sich ja auch angehört, wie wenn jemand rumlaufen wird. Ich habe aber keinen gesehen. Also jetzt haben wir Tag 6. Mhm. Das heißt, jetzt müssen wir anfangen, mal hier auszubauen. Fange ich jetzt auch an, mal im Haus und ein bisschen. Bitte? Ja.
Ist die Frage, wie weit machen wir noch? Also was wollt ihr nachher noch? Essen. Genau. Okay. Wir kurz pausieren? Würde ich sagen. Oder? Ja. Bitte? Dabei. Okay. Habt ihr soweit alles fertig? Ja. Dann gehe ich raus. So, bis gleich wieder. Also, oder, ja, ich bin fertig. Sorry.